Retro, Rextro. Freunde, ihr wollt Rextros nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? Moment, ich dachte, dein Arbeitsplatz ist in dieser anderen Welt. Geld knapp in Rextros Haushalt. Rextro-Haushalt. Das hier, zweiter Job. Spätschicht. Tut mir leid, das zu hören, Rextro. Wusste gar nicht, dass ihr alten Spielfiguren multitaskingfähig seid. Wollt ihr nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? Habt ihr Spielmünze dabei? Wir haben die Spielmünze noch nicht gefunden, Rextro. Wir kommen wieder, sobald wir sie haben. Ja, war? Ich habe noch keine einzige Spielmünze. Also... Da geht's ja auch noch lang. Layli, das ist eine Falle. Wir sollten weise wählen. Spielmünze, bring mich zu Rextro, wenn du ein wenig Spaß haben willst. Das hat gut gepasst jetzt. Bin selber begeistert von mir. So, kann man ja auch mal sein. Wir haben deine blöde Münze, Polygondusche. Oh, gut. Gehe zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Nice. Nein. Auch nein. Will die haben. So. Da ist der Eingang. Kommen wir da so rein? Na klar. So, jetzt sehen wir eins. Das erste Minispiel, weil in der anderen Welt haben wir die Münze. Das muss ich noch machen, die andere Münze finden. Genau, und die soll man, glaube ich, auch im Multiplayer spielen können. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja. Ja. So, Spiel dauert 2 Minuten. Schnapp dir Federn, schnapp dir Power-Ups, schlag auf Dinge ein, hol dir den Highscore. Wenn Spieler Federn und Firmikämpfe mögen, ist das perfekte Arena-Prügler. A springen, X Drehangriff, A plus X Sprungangriff. Okay. Das geht bis zu 4 Spieler, glaube ich. Tempo Boost. Muss ich einfach nur alle Federn sammeln? Nee, kommen mehr. Also wahrscheinlich geht es hier darum, wer, wie viel, also mit Highscore und so, wer die meisten Federn hat und so. Ah, okay. Fangen wieder da an. Ah, gut. Ich fange jetzt auf der anderen Seite an. Unverwundbarkeit! Kriege ich Punkte, wenn ich die besiege? Nein, nur für die Federn. Also sind die eigentlich nur nebensächlich. So. Wäre jetzt nicht das große Ding hier. Oh, das war knapp. Oh, das war auch knapp. Erstmal die goldenen, dann die silbernen. Und zum Schluss kann man sich um die kleinen bronzenen. Aua. Ich habe viele Federn verloren.
Wenn ich 64 bin, schließe ein Automatenspiel von Rextro erfolgreich ab. Super, Spiel ist gewonnen. Hatten Freunde Spaß? War schon okay. Wir müssen aber keine Bewertung mit 5 Sternen geben, verfassen, oder? Oh nein, Rexo hat wichtige Tester schon vor langer Zeit bestochen. Versucht Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen. Gibt Rextro noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, aber nur weil er gesagt hat, ich krieg noch einen Preis. Was war überhaupt der erste Preis? Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Hä? Okay. 1400 stand da gerade Rextro. Das kriegen wir hin. Dude. So, wie gesagt, erstmal auf goldene und silberne spezialisieren. Guten Abend, Anful. Kommt ganz schön spät. Eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr so lange machen, weil ich die erste Folge heute noch hochladen will. Also, dass der heute rauskommt. So, wir spielen gerade ein kleines Minispiel bei Rextros Automaten. Ah gut, die sterben jetzt auch einfach, wenn sie gegen mich laufen. Auch schön zu wissen. Ich bin einfach zu früh dran, was soll denn das heißen? Zu früh gibt's nicht. Ich muss ja für heute das Video. Ich mach's ja eigentlich hauptsächlich wegen heute. Weil ich für heute noch kein... Nein, die goldene Feder. Die holen wir uns gleich. Für heute noch kein Spiel hochgeladen habe und eigentlich viel zu spät dran bin. Weil die kommen ja eigentlich immer um 15 Uhr. Nein, lass meine Feder in Ruhe. Aber irgendwie wird mein Spiel jetzt schon wieder immer länger. Weil es Spaß macht. Weil es kann. Gold. Gold. Silber, Gold. Silber. Andere Sachen. Nein! Egal. Hauptsache Rekorde brechen. Nein! Oh! Nee, das war gestern, glaube ich. Folge 4. Fortsetzen. So, jetzt müsste Rextro ja für mich wieder was Neues haben. Wow, Rextro kann nicht fassen, dass ihr Highscore geschlagen habt. Und sogar ohne Cheatcode. Ohne Cheat, was? Bitte, Freunde, nehmt Belohnung. Möchten Freunde wieder spielen? Nein. So. Ja, also Folge 4 kam gestern. Bin ich eigentlich fest von überzeugt. Und deswegen Folge 5 kam heute noch nicht. War knapp. Und jetzt, naja, ich spiel noch kurz. Tut mir leid, YouTube. Heute die Folge um 15 Uhr kommt leider erst um 20 Uhr. Hoffe ich. Knapp. Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. So, kurz mal Ringe. Nein, da lang. Oh Gott, wie viele Runden sind's? Nein, da lang. Überall so eine Spiele hier. Was ist denn hier los? Noch eine Runde. Alle guten Dinge sind drei. Ah,
Alle guten Dinge sind drei. Geht doch. Die Arbeit war heute wirklich anstrengend. Also heute war viel zu tun. Aber ich habe es überlebt, wie man sieht. Okay, ich kann Granaten werfen. Wofür auch immer. Für dich? Nein, nicht für dich. Aber alle Duty klappt. Fehler gefunden. Die wir finden wollten. Eigenfehler. Muss man dazu sagen. So was passiert nun mal. Und war das jetzt wirklich nur... Ach da, sag das doch, Anfuhl. Warum sagst du denn nichts? So, beglückst du uns noch mit einem Stream? Das ist ja wirklich lieb von dir. Wie gesagt, was muss, das muss. Wenn ich es nicht geschafft habe die ganze Zeit, dann muss ich es jetzt halt machen. Okay, da kann ich ja mal nicht durchschießen. Och. Aber das ändert nichts daran, dass ich da nicht hinkomme. Okay. Aber ist vielleicht nicht so schlimm. Hier geht's wieder runter. Ja. Das Wasser. Genau. Ansonsten, ja, ich mache das ja immer auf den letzten Drücker in letzter Zeit. Ich muss mich echt mal zusammenreißen. Aber das ist manchmal sehr schwer. Ich muss ja jetzt heute eigentlich auch noch ein Best-of machen. Oh, Glück gehabt. Also zumindest schon mal vorbereiten, weil sonst kommt die Folge für Mittwoch auch viel zu spät. Schnell! Schnell! Hat geklappt. Oh, ich bin so gut! Mensch! Du hast keine Ahnung von dem Spiel? Also, einfach nur Sachen machen. Was machen Sachen? Sachen machen Sachen. Ja, das muss ich heute auch noch machen. Also, ich werde es sowieso nicht fertig schaffen. Und morgen bin ich auf Lehrgang. Das heißt, ich muss morgen früh um... Sagen wir mal 16:30 aufstehen. Dann geht's nach Leipzig. Zu einem Lehrgang. Und nach dem Lehrgang wieder nach Hause. Also bin ich auch den ganzen Tag auf jeden Fall weg. Das heißt, morgen komme ich auch nicht zum Best-of machen. Oh. Oh, hallo. Wir haben hier nur selten Besucher. Ich bin Bernie. Und ich bin für die Heizung in diesem Palast hier verantwortlich. Dann machst du deine Sache aber nicht gut. Es ist eiskalt. Ja, ich möchte Heizkosten sparen, aber so kalt war es noch nie. Könntest du es vielleicht ein bisschen wärmer machen, Bernie? Bei dieser Eiseskälte kann ich kein Feuer machen. Meine Innereien sind komplett gefroren. Sollen wir uns das mal ansehen? Wir sind mittlerweile echt gute Problemlöser geworden. Nur zu, aber fast nichts an. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Kommt in mich hinein. Ja, quasi muss ich jetzt eigentlich schon wieder schlafen gehen. Noch so eine tiefe Stimme? Naja. Brrr, wer wagt es in das viel zu kleine Versteck des mächtigen Briesblock einzudringen? Seht ihr nicht, dass dieser Ofen besetzt ist? Hallöchen, wir sind nur die, Zahnärzte. Wir wollen uns Bernies Backenzähne ansehen. Ja, hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Unsinn! Ihr wollt mich auftauen und dann meine feuchten Überreste aus diesem Heizofen zerren und auf die Straße setzen, stimmt's? Das fasst es gut zusammen, ja. Dann werde ich euch vorher ein frostiges Ende bereiten. Priestblock, Bernies Buchstütze. Oder so. So, ich schätze mal... Ey! Oh, oh. Oh, mach da. Oh, so schaut nur, was ihr angerichtet habt. Achso, warte. Oh, schaut nur, was ihr angerichtet habt! Ah! Oh, oh. Oh. Mist. Ja. Kommt genau richtig zum Bosskampf. Naja, jetzt die 2 Tage werden anstrengend. Danach wird es wieder ein bisschen entspannter. Hoffe ich. Habe jetzt 4 Folgen gemacht. Dementsprechend muss ich dann Mittwoch, kann ich auch mal Pause machen. Versteckt des mächtigen Briefblock einzudringen. Seht ihr nicht? Blablabla. Unsinn! Oh, oh, oh. Immer wenn er Mund öffnet, muss ich ausweichen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, schaut mal, was ihr angerichtet habt. Warte mal. Muss ich was anderes machen? Kann das sein? Muss ich etwa seine Kugeln lecken? Nein, muss ich nicht. Okay, dann mache ich weiter. Oh, oh. Ah, Fackel, Fackel, Fackel. Oh, oh. Wir machen ihn, wir schrumpfen ihn. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, weg, weg, weg. Oh. Ihr zwei lasst einem echt die Eiszapfen schmelzen. Das ist mein Plan. Oh, oh. Einmal hier und ausweichen. 4-mal macht das schon. Mann, ist der böse. Oh. Nochmal nachholen. Wunderschön. Da wieder anzünden. Da wieder anzünden. Er schrumpft. Er schrumpft. Oh yeah. Wusste ich doch, dass es sich rächen würde, diesen Flammbeerenbusch zu kaufen. Busch. Oh. 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 Ah. Achso, immer wenn er da rankommt. Oh, scheiße, zu nah. Nein, alles gut. Oh. 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 Aua. Oh. 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 Wie klein wirst du denn noch? Eigentlich? Ah, nein! Ich hätte die Ofentür doch abschließen sollen! Welch trauriges Ende meiner eisigen 48-Stunden-Schreckensherrschaft in diesem Ofen.
Sagt meiner Familie, dass ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung starb. Beim Schleudern von Geschossen auf zwei Kumpel völlig verschiedener Herkunft. Ich muss die Stimme ändern, weil der ist ja geschrumpft. So. Ja, einfacher als Star Wars. Star Wars hat mich ja echt jegliche Nerven gekostet. Oho, viel besser, ihr beiden Helden habt mir den Bauch schön aufgewärmt. Das bedeutet, dass ich den Palast wieder wärmen kann. Achtet auf die Bodenroste, die Thermalwärme kann hilfreich sein. Weiß nicht, ob das so gut war. So, jetzt können wir hochfliegen. Schönes Ding. Dieser Turm, wo wir hier drin sind, ey, der hat so viel zu bieten. Das ist ja richtig crank. Genau. Wie gesagt, Mittwoch dann wahrscheinlich etwas ruhiger bei mir. Vielleicht nehme ich trotzdem Yooka-Laylee auf. Aber ich habe auch, heute kommt auch noch ein Paket. Heute kommt meine Capture Card. Mit der kann ich dann auch Konsolenspiele spielen und aufnehmen. Und dann kann ich auch, wenn ich, dann fehlt ja nur noch die, also PlayStation kann ich dann aufnehmen, aber ich will ja dann eigentlich auch noch Switch und sowas aufnehmen. Aber ich habe momentan keine Switch. Das heißt, die kommt dann auch irgendwann noch, aber das wird noch ein bisschen dauern. Bin gerade nicht so flüssig, wie man so schön sagt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt den Ofen angeschündet. Ja, dann kann ich auch mit meinen Playstation-Kumpelinen kann ich dann auch mal Multiplayer zocken, was auch sehr schön ist. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Sehr gut. Sehr schön. Sehr toll. Sehr fantastisch. Sehr cool. Ein Herz. Prima. Du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Okay, was hast du? Hey, Kinder. Seid ihr bereit, ein neues Tonikum anzulegen? Jäger? Spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Nee. Wir lassen Kugler, weil ich finde es gut, wenn man länger rollen kann. So, vielleicht kommen wir aber auch endlich an diesen Pagey ran. Also, ich rechne damit, dass wir den da hinschieben müssen. Ach so. Jetzt auf einmal geht's. Habe ich das nicht vorhin schon versucht? Achso, die blaue Spur. Verstehe. Die blaue Spur. Die blaue Spur folgen mal. Was hast du denn für Spiele? For the King? Was ist das? Oder hast du mich gerade als König bezeichnet? Oh, ein König. So, schieben wir den Pagey mal zur heißen Luft. Oh, nein, 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 nein. Komm, da lang, da lang. Das ist, wenn man zu hektisch spielt. So, schon
schon wieder ein Pagey. Ich glaube, jetzt haben wir aber den Turm eigentlich alles entdeckt. Das heißt, wir können wieder raus. Oh, the King? Nur Lion King. Der König der Löwen. Simba. So, Turm haben wir erledigt. Also. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wa? Immer so 2 Stunden in jeder Welt. Hier waren wir noch nicht. Also ungefähr 2 Stunden. So, also für die Switch habe ich einige. Du spielst Bioshock, aber erzählst hier, du kannst hier viele Spiele gar nicht spielen. Assassin's Creed, Stardew Valley, Build-A-Zoo, Worms Rumble, Overcooked, der Rest, gerade keine Ahnung, wie die heißen. For the King ist ein Tabletop-Spiel, ziemlich gut, okay. Okay. Bioshock ist... Bioshock. Oh, Bioshock. Bioshock finde ich gut. Aber Bioshock ist halt eigentlich kein Multiplayer-Spiel. Ich glaube, der zweite Teil hat einen Multiplayer. Das heißt, ein Squid ja auch nicht. Hier oben ist aber auch gar nichts, ne? Worms Rumble. Ja, also für zwischendurch mal ist ganz okay, aber... Hält mich jetzt nicht auf Dauer gepackt. Habe ich auch auf der PlayStation. Habe ich sogar platiniert, glaube ich. Hm, ich glaube ja. Oder ich bin kurz davor. Irgendwas war. Ich glaube, ich habe platiniert. Aber schon so lange keine PlayStation mehr gespielt. Seitdem ich hier YouTube mache. Und die hast du auch alle durchgespielt? Alle Teile von Bioshock und Assassin's Creed? 3 Stück? Online-Lizenzkarte. Ich weiß immer noch nicht, wo der Hut von dem Typen ist. Wie unlogisch ist das denn? Wieso hast du es dann, wenn du es noch nicht mal spielen kannst? So, jetzt versuchen wir es nochmal. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Ich verstehe nicht, wie ich die Dinger hier ankriege. Muss ich die abschießen? Welcher Hut? Warte, ich sag's dir. Ein Windstoß ist gekommen, hat mir den Hut genommen. Verstehst du? Der sucht irgendwie einen Hut. Und 3 Stück von diesen Schneemännern habe ich bisher gefunden, die alle sagen Hut. Okay, mit Eis abschießen auch nicht. Ich bin verwirrt.